Ich wollte mal eine Zeit lang Handstand lernen. Ich weiß gar nicht wieso. Einfach nur so, ne? Random. Keine Ahnung. Also, ich krieg noch nicht mal meine Beine 2 Zentimeter hoch, ne? Und sag, nee, Schluss. Nee, 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 reicht. Hallo, meine Freunde, da sind wir wieder. Und heute reagieren wir auf die Outtakes von der letzte Song aus der Bohne, Akt 1. Da haben wir es mal wieder Hallo. geschafft zu überleben. Und natürlich muss man ein Hauptvideo immer mit einem Outtake-Video ehren. Da sitze ich jetzt hier auf einmal, möchte mich bedanken und ihr denkt euch bestimmt nur so, Digga, dein Maul. Immer dieselben Worte, immer dieselben. Ich kann es nicht mehr hören. Aber trotzdem natürlich vielen, vielen lieben Dank für das geniale, hammermäßig geile Feedback. Ich weiß, ich bin noch ein bisschen ruhiger mit meiner Mut, weil wir sind noch am Anfang und die Reise hat jetzt gerade erst begonnen und wir sind noch mitten in der Produktion. Wir haben den Akt 2 noch gar nicht gedreht. Boah, noch lange, lange nicht fertig gedreht. Boah. Also drückt uns gerne die Daumen, aber muss nicht so. Dann würde ich jetzt gerne sagen, Outtakes ab, nachdem ich euch noch einmal gezeigt habe, was ich hier anhabe. Ich hoffe, man sieht es gut. Crewneck auf Devil Sister angelehnt. Bei dem, ich könnte bei dem, ne, bei dem Wetter so ein Pullover, dann würde ich eingehen. Würde ich eingehen. Wer Lust hat auf unsere neue Kollektion? Richtig, ich schicke euch was zu. Und jetzt würde ich mal sagen, viel Spaß mit den Outtakes, nachdem ich mich bedankt habe bei unserem neuen Partner NordVPN. Denn NordVPN möchte uns unterstützen und hilft uns dabei, die Hauptvideos mitzufinanzieren, was mega geil ist. Kurz und ganz simpel erklärt: Wenn du zum Beispiel im Internet unterwegs bist, mit egal welchem Gerät, Lustige dann hinterlässt du Katzenvideos. Überall eine Art digitalen Fingerabdruck, mit dem bestimmte Menschen alles sehen können, was du so machst. Mit NordVPN ziehst du dir aber digitale Handschuhe über und hinterlässt somit keine Spuren. Smart. Du willst einen Lieblingsfilm sehen, der aber nur auf Netflix USA verfügbar ist? Kein Problem. Du gehst mit NordVPN einfach auf einen Kein amerikanischen Problem. VPN-Server und schon hast du mit deinem eigenen Netflix-Account Zugang zu allen Filmen und Serien, die es in Deutschland nicht gibt. Strong. Mit NordVPN kannst du auch Sportveranstaltungen direkt beim ausländischen günstigeren Anbieter schauen und musst nicht auf die meisten überteuerten deutschen Anbieter zurückgreifen. Und ihr wisst ja, was mir mit dem Hack meiner Kanäle passiert ist. Hätte ich NordVPN auch an meinem Arbeitsrechner verwendet, dann hätte sich mein Rechner gar nicht erst die Trojaner eingefangen. Aber es gibt noch so unglaublich viel mehr Vorteile. Check meinen Link, das ist mein eigener Link, das ist mein Link. Check den mal ab in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Outtakes, nachdem ich einen Handstand gemacht habe. Julia konnte das. Und was ich euch auch immer empfehlen kann, gerade wenn ihr eh ohne VPN, das sollte man heutzutage eh nicht machen. Also man sollte immer so ein bisschen seine Daten verschlüsseln, selber auch ein bisschen die Daten verschlüsseln, indem man die Privatsphäre noch mehr einschränkt. Also sagt, okay, man zeigt nicht seine E-Mail-Adresse, man zeigt nicht öffentlich seine Handynummer und so weiter und so fort. Immer alles prüfen, gerade auf Facebook. Und klickt niemals auf irgendwelche Links, die ihr nicht kennt. Lieber auf irgendwelche, weil viele Links sind Phishing-Links. Wenn ihr da einmal drauf geklickt habt, hat der alles von euch. Das ist ja nicht im Video. Guck, ich zeig's einfach mal hochgehend so und dann machst du die Beine auf oder machst die Beine zu, Beine verschränkt und dann machst du. Kann ich da bin nicht. Ich mal auf deine Ausrede gespannt, warum du meine Scheiße ganz zerstört hast. Achso, ich dachte, Spark ist ja Hund. Ja, war mal. Aber jetzt ist Tabak. Das schmeckt gut. Aber meine Frau hasst diese, ja? Weil es stinkt nach Hund. Meine Frau hasst diese Tabak, weil es stinkt nach Hund. Du bist Sparky? Nicken so mit, so. Ah, ja, stimmt. Ja, also, ja. Meine Frau macht sowieso viel zu viel Stress. Jetzt gib mir Sparky, sonst ruft der türkische Weitwurf Baklava Scheiße Dreck. Jetzt gib mir Sparky oder ich hol den türkischen Baklava Weitwurf Waffenverein. Okay, ADR, Ruhe bitte. Los, gibst du mir Sparky? Was machst du überhaupt in meinem Garten? Alles kaputt? Guckst du? Du kleiner Scheiße, alles hast du umgegraben, du Blödmann. Guckst du Erscholle Schenk, du Sohn von einem Esel hat. Ist ein anderer Esel, kam von einem Schaf, der ganze Scheiße. Ja, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich, pass auf, du. In deine Fresse. Das war ein echter, gut Ausraster. Neben deinem Tabak, die du aus wie eine Frau, die du vor Jahren vergraben hast. Wo ist deine Frau eigentlich hin? Oder ist sie das? Ich glaube, es gibt da etwas Krasses, was du mir nicht sagst. Okay.
Ich hätte nicht gedacht, dass du so viel Spaß heute hast. Das sieht wirklich lustig aus. Nach unten. Ah, scheiße, eine kaputt. Wenn ich komm, wird ra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 r
stellt euch mal so vor, ne? Ihr seid so. Also ihr habt so einen Kindergeburtstag, sind beide so eingeladen und ihr so als Elternteil kommt erst so eine Stunde wieder. Keine Ahnung, weil ihr gerade Dinge macht, ne? Und dann seht ihr das so. Es ist halt so geil. Ja, der Karton hat gewonnen. Was kommt als nächstes? 3, 2, 1. Ja, kannst du wieder rauskommen. Ja, da fängt jetzt jemand an, irgendwie Gartenarbeit zu betreiben, irgendwo an einer riesigen Hecke. Ja, was soll man sagen, ne? Wir hassen alle Videodrehs. Aber? Nee, Bro. Nur Ukulele! Ja, scheiß doch drauf, John. Wir hassen alle Videodrehs. Go. Passiert mir irgendwas Schlimmes? Ich verspreche dir, dieses Mal nicht. Alter, Basketball-Profi. Nee, du machst soft. Kriegst du noch ein bisschen härter, oder? Passiert mir irgendwas Schlimmes? Ich verspreche dir dieses Mal nicht. Noch härter. Was hab ich da sogar bekommen? Ich verspreche dir dieses Mal nicht. Oh. Boah, ich hab's auch bekommen. Wir drehen jetzt mit einer professionellen Stuntfrau, weil Julia sich das nicht getraut hat. Wenn ich reich wäre, dann würde ich mir voll gerne einen Heißluftballon kaufen, damit auch Vögel meine Zeitung. So sieht es übrigens bei mir aus. So. Ich wollte mal eine Zeit lang Handstand lernen. Ich weiß gar nicht wieso. Einfach nur so, ne? Random. Keine Ahnung. Also, ich krieg noch nicht mal meine Beine 2 cm hoch, ne? Und sag, nee, Schluss. Nee. Reicht. Wie geht das mit dir? Ja, geht mal fest. Joel, mach mal ein bisschen vorsichtiger. Hör dir auf! Ich könnte mich auch mal irgendwie böse hinstellen. Ich stand mich die ganze Zeit so, und ich wollte was so. Irgendwie so ein bisschen. Nö, das ist in deinem eigenen Video machen. Go! Was ist das? Ist das aufgenommen? Ach, aber übrigens krass, das hätte man so mitnehmen können, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, also bevor ich hier weiter drehen würde, wenn schon der Regenschirm einfach so runterfliegt, ne, ich würde definitiv vorher die Wohnung reinigen lassen. Bedürftiger. Ne? Und wir brauchen einen Ort, um die Bohnen in sicherer Umgebung zu züchten. Man merkt, ihr seid ehrliche Menschen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist der schlimmste Verrat meines ganzen deutschen Lebens! Stopp, warte. Ein bisschen schneller. Zu lange gedauert. Die haben im Schlaf schon ein. Das ist der schlimmste Verrat meines ganzen deutschen Lebens! Und stopp. Go. So. Go. So. Okay, wir haben null synchron. Mach auch. Ja, mega synchron. Okay. Ihr habt recht. Kein Mensch braucht Haare. Wenn die wüssten. Mhm. 70-30 tick. 70-30 Dick. Sass. Nein, ohne Nierwende. Der Bogen von Sass soll
Sass. Nein. Wie diese Frau bei der Tagesschau, die macht so Sass. Nein, die macht das. Ach, Digga, halt doch mal. Okay. Genau, und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger. Da wächst das Gras immer schön nach rechts. Das ist zu arg. Genau, und außerdem bekommt ihr noch Heilerde und Reisdünger. Da wächst das Gras immer schön nach rechts. Mir ist der hinten drauf. Nein, der guckt mich an. Du gibst mir die Scheiße, gibst immer mir, oder? Ich würde auch machen, oder? Wenn du sagst, immer sagst, man kann ich machen, dann machst du eh nicht. Das ist geil. Kalt. Oh, da ist auch einiges drin. Warte, ich hier nach vorne. Hier drin wird niemand suchen. Nicht so tief. Was, wenn die sich aktiviert? Ja, Mann. John, stopp den Boden. Was muss man? Das war nicht ein bisschen zu hektisch. Action! Fuck, ausgelöst. Das ist eine fucking Razzia! Ey, was machen die da? Ah, ich musste sagen, Scheiße, sorry. Das ist eine fucking Razzia! Ey! Oh, fast, sorry nochmal. Sie wollen fliehen! Scheiße. Du musst ja nicht fallen. Komisches. Gesundheit? Okay. Gesundheit. 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 Lass ich in die Hände. Was soll das? Ja, hast du dir in die Hose gepickelt. Stark. Stark. Yeah. Schon wieder angepickelt. Das Kabel. Wie war das? Das Kabel habe ich gemacht. Der Kabel. Das, das Kabel darf jeder sagen. Das Kabel, oder? Das ist der Kabel? Ich weiß es nicht. Das Kabel. Das Kabel. Ich sag immer das. Nee, du sagst immer der Kabel. Du sagst immer der Kabel. Ja. Ein Controller, der bei dir da herbleibt. Oh! Ach, sorry. War ich privat auch immer. Immer. Ich verstehe. Oh, oh. Ich war gestern Nacht mit deiner Schwester in Love. Ja, ich reichte. Ich hab das gesehen! Ich wollte mich halt nützlich machen! Aber einen traurigen, hast du mich so beleidigt? Ich wollte mich halt nützlich machen! Ey, was hast du vor? Ey, was hast du vor? John! Können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um berühmt zu werden, sonst findet uns die Polizei! Ja. Kannst du nichts mehr sagen, ne? Gute. Die Bohnen können wir jetzt eh nicht mehr benutzen, um berühmt zu werden, sonst findet uns die Polizei. John. Ja, John. Julian Bam. Julian Bam. Was? Chicken Nugget. Scheiße. Oh, du hast gelacht, du. Ja. Kann man auch gucken? Kann auch gucken. Das musst du mal kurz sauber. Keine Waffe haben. Wenn er wüsste, wenn das, dass es echt ein Chicken Nugget ist, der da schon ein paar Jahre schon liegt. Was? Was? Ein Chicken Nugget. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Na, ihr lügt. Das sehe ich immer, wenn er sein Auge zuckt. Wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen. Schade. Wir würden dich gerne unter Vertrag. Ja, jetzt haben wir einen Flieger. Okay, mega krass. Okay, Sekundenpause!
Ja, jetzt wirf die Alte mal raus. Sorry, ich hab in die Kamera geguckt. Mein Espresso schmeckt ganz scheiße wegen dir. Ich wollte nur mal 5 Minuten hier meine Ruhe haben. Ich habe zu Hause schon einen stressigen Sohn. Den hier. Perfekt. Ja. Danke. Ich bin der Udo und der Junge sieht wirklich sehr stressig aus. Aber diese Route jetzt. Fantastisch. Dein Maybach, komm, mein Schaltklapp. Boah, gehst ohne Eier. Weil diese Schwester ein Messer dabei hat. Wenn es nicht grenzt, dann grinst einfach. Ich finde die Zähne immer noch übelst geil. Damit kann ich privat rumlaufen. Ja. Ein echter. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass sie niemals ohne Bohne singt. Oh! Julia ist live! Oh, du bist ja viel weiter nach vorne gekommen. Aber das Acting war geil. Ja. Okay, nochmal. Mach einfach genau das gleiche nochmal. Julia ist live! Hör doch auf zu lachen, Alter. Ich hab einen Elefant und innen einen Rolli. Also besser, als wenn sie mit der Bohne singen, ne? Das ist ein Talent. Ich hab eine Rolli am Bein. Finde ich viel besser als das Original. Also, nee, als nicht das Original, als das Gestellte mit der Bohne. Ich mit den anderen Jungs, ich hab deine Manga-Sammlung verkauft, das ohne Grund. Häufchen in deinem Garten, ja, das war immer mein Hund. Und gestern Abend hatte ich mein Handy gar nicht auf Sturm. Übrigens, das Häufchen im Garten war immer mein Hund. Bei mir trifft das nicht zu, bei mir war ich das. Lieber Nachbar, ne? Dass ich Bescheid weiß. Ey, ohne Scheiß, man müsste eigentlich aus den Outtakes von der letzte Song aus der Bohne könnte man sogar schon ein eigenes Video machen, ne? Wenn man die lustigsten 10 so zusammenschneidet, dass die ein Video ergeben, könnte man Scabby Movie 2.0 auf Wish machen. Ist so. Übelst geil, die Outtakes gewesen. Finde ich immer schön zu sehen, dass sie auch hinter der Kamera, dass sie da auch mega Spaß haben. Das ist, glaube ich, auch immer das Wichtige, ne? Wenn man wirklich Bock hat, ein Video zu drehen, wenn man wirklich Bock hat, mit dem Team zusammenarbeiten, da weiß man auch, dass dann das Endprodukt auch stimmt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Das Original ist wieder ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!